Ja, grüß Gott zum Ländlesport hier auf Ländle TV. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir haben wieder einiges für Sie im Programm. Wir schauen auf die Vorarlbergliga, auf die VNAT Elite Liga und dann ist am Wochenende wieder Eishockeystart in der Alps Hockey League und wir sprechen über den ERC Lustenau mit keinem geringeren als dem Kapitän Max Wilfern. Den haben wir in der Rheinhalle getroffen. Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Jetzt geht's los. Starten wir rein in die Folge und bevor wir über die Lustenauer Eislöwen reden, da schauen wir auf die Fußballplätze in Vorarlberg und wir starten bei der Vorarlbergliga. Zwei Partien haben wir da für Sie im Angebot. Einmal Höchst gegen Alberschwende und das ist das Duell der Torjulians. Julian Rupp mit 9 Toren für den FC Höchst und Julian Maldoner für den FC Alberschwende mit 7 Toren. Beide haben am Wochenende getroffen, doch wie ging es aus? Das sehen Sie gleich. Und das Bodensee-Ufer-Duell Hart gegen Lochau ebenfalls. Und Helmut Welte nimmt Sie jetzt mit auf die Sportplätze. Am Freitagabend beginnt der 9. Spieltag in der Vorarlbergliga mit dem Schlager FC Hart gegen den SV Lochau. Der Tabellenvierte empfängt den Tabellenzweiten. Die Gäste von rechts nach links mit dem Anstoß. Beide Teams sofort on fire. Doch vorerst bestimmen die Defensivabteilungen das Geschehen im Waldstadion. Lassen nichts anbrennen. Bis zur 34. Spielminute. Schneller Angriff der Heimischen. Jonovic auf Alibabic und weiter auf Frederik Winner. Und der wird von Lochau-Keeper Eichhübel zu Fall gebracht. Schiri Zirnkic zeigt ohne zu zögern auf den Punkt. Es kommt zum Duell Bene Böhler gegen Eichhübel. Und der Harder netzt sicher zum 1:0 Pausenstand ein. Zweiter Spielabschnitt. Der SV Lochau legt zu, will unbedingt was Zählbares aus Hart mitnehmen. Tut sich aber schwer. 75 Minuten gespielt. Makani mit dem Freistoß von der linken Seite. Die Hart-Abwehr kann nicht sauber klären. Marcel Ladinek ist zur Stelle. Ausgleich. 1:1. Ganze 4 Minuten später und es scheppert wieder im Harder Waldstadion. Wieder der SVL, wieder über die linke Seite. Nikolai Pösch mit der flachen Hereingabe. 3 Harder können nicht klären. Stefan Makani hat den Riecher und erzielt das 1:2. Spiel gedreht? Fragezeichen. Ja. Den Schlusspunkt in der Partie setzen neuerlich die Gäste aus Lochau. Nikolai Pösch schnappt sich in der eigenen Hälfte die Kugel, kann auch von langer nicht gebremst werden und erzielt via Innenpfosten den 1:3 Endstand. Der SV Lochau übernimmt mit seinem 3. Auswärtserfolg zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung. Während der FC Hart nach seiner ersten Heimpleite weiterhin an 4. Stelle der Tabelle liegt. Die Schwarz-Gelben aus Höchst empfangen den Tabellendritten aus dem Wold, den FC Alberschwende. Während die Heimischen unbedingt den 2. Heimerfolg der laufenden Spielzeit einfahren wollen, gilt es für die auswärtsstarken Alberschwender mit Punkten im Rhein-Delta an der Spitze dran zu bleiben. Dementsprechend engagiert gehen die beiden Teams in die Partie, setzen aber vorerst auf die Karte Defensive, lassen vor dem eigenen Kasten nichts anbrennen. Gut eine halbe Stunde im Rheinau-Stadion gespielt. Eckball Höchst, Kopfball Julian Rupp, Handspiel vom Alberschwender Fabio Tockner, Elfmeter für die Hausherren.
Julian Rupp läuft an, schickt Kipper Romberg in die falsche Ecke und es heißt 1:0 für die Gelb-Schwarzen. Ganze 4 Minuten später, 36. Spielminute, Konstantin Hirt mit dem weiten Ball über die Alberschwender Defensive. Julian Rupp setzt sich gegen Tockner durch und überhebt den herauseilenden Keeper Romberg mit seinem 9. Saisontreffer zum 2:0. War's das schon? Zumindest einmal für den ersten Spielabschnitt. Fliegender Wechsel in die zweite Spielhälfte. Julian Maldonner, ideal in den Rückraum für Aygün Topçu. Und der zwirbelt das Ding zum 2:1 Anschlusstreffer genau in den Winkel. Die auswärtsstarken Kicker aus dem Wold in der Partie zurück? Ja, heißt die Antwort. Denn ganze 8 Minuten später klingelt's wieder bei den Heimischen. Jodok Berlinger mit dem Energieanfall über die rechte Seite bringt die Kugel ideal zur Mitte. Torhüter Kusche und Fleisch können nicht klären. Julian Maldonner, frei wie ein Vogel, netzt zum 2:2 Ausgleich ein. Weitere 5 Minuten später, der FC Höchst schwächt sich selbst. Wegen einer Unsportlichkeit wird Emre Güven mit Gelb-Rot vom Feld geschickt. Die Fink-Elf kann die zahlenmäßige Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Es bleibt beim 2:2. Alberschwende, damit nach 9 Partien ohne Niederlage, weiterhin auf Platz 3 der Tabelle, während der FC Höchst auf Rang 11 zurückrutscht. Kein Sieger, also in Höchst 2:2 heißt es da am Ende und der SV Lochau nimmt 3 Zähler mit nach Hause aus Hart. Wie es in der VNAT Elite Liga am Wochenende aussah, wir haben mal 2 Derbys für Sie vorbereitet, nämlich einmal das Hofsteig-Derby, Lauterach empfängt Wolfurt und wir schauen auch noch nach Bregenz, dort die Admira aus Dornbirn zu Gast, unsere erste Station, das ist aber das Wälder Derby, der FC Eck hat den FC Rothenberg zu Gast und wir gehen auf die Sportplätze. Derby Nummer Uno, der FC Eck in Rot hat den FC Rothenberg in Weiß zum Wälderschlager zu Gast und einen Derby-Sieg, den will hier jeder einfahren. Die Egger von rechts nach links mit dem Anstoß und dem deutlich besseren Start in die Partie. Wir schreiben die 30. Minute, die Hausherren mit einem Foulfreistoß und das ist die Aufgabe von Dominguez. Die Hand geht nach oben und einer, der weiß ganz genau, was kommt, nämlich Alexander Petkovic, schraubt sich höher als sein Gegenspieler und markiert den ersten Treffer im Wälderderby. Und die Egger haben jetzt richtig Lust auf Tore bekommen, nur 5 Minuten später. Wird lang bedient und packt den ins untere Eck. 2:0 für die Roten aus Eck. Ja, und die Tormusik vom 2:0 ist fast noch im Echo zu hören. Da geht es wieder schnell über außen und Kalkan braucht nicht mehr viel Mühe für die 3:0-Führung auf heimischem Rasen. Ja, zwar können die Rothenberger in Minute 83 noch einmal jubeln, denn die Hereingabe von außen kann Inama zum 3:1 Anschlusstreffer verwerten. Doch mehr als Ergebniskosmetik ist das am Ende nicht, denn nach 90 Minuten trägt der Derby-Sieger heute Rot. Die 3 Punkte bleiben in Eck, die damit einen Platz in der Tabelle gut machen. Ja,
Liga-Derby Nummer 2 in Lauterach. Die Grünen empfangen zum Hofsteig-Derby den FC Wolfurt in Gelb und die Lauteracher erwischen in diesem Spiel den besseren Start. 40. Minute, kleines Foul, aber ein sehr schöner Vorteil des Referees und der soll sich auszahlen, denn Brandl wird auf die Reise geschickt, für die FCW-Abwehr definitiv zu schnell und dann lässt er auch Keeper Hammer keine Chance, 1:0, der FC Lauterach führt. Zweiter Spielabschnitt, die Wolfurter im Angriff und diese Flanke findet einen, der sich da hinten anschleicht, Umjenovic mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Antwort der Hausherren dann in Minute 69. Wunderli am Ball, schön mit der Hacke weiter in den Strafraum. Und dann wird der Wunderli wieder bedient und macht das, was ein Maurice Wunderli am besten kann. Tor, Führung 2:1 für den FCL. Ja, doch einer, der hat was gegen diese Führung und der heißt Alexander Umjenovic. 2:2, Spiel wieder komplett offen. Wir sind schon in der 91. Minute. Nochmals Eckball für den FC Lauterach. Und da kommt Christoph Kobleder. 3:2 in letzter Sekunde. Der FC Lauterach sichert sich in einem dramatischen Derbyfinale 3 Zähler und verweilt in der Tabelle somit weiterhin auf Platz 4. Ja, Schwarz-Weiß Bregenz, momentan das Maß aller Dinge in der VNAT Elite-Liga. Heute zu Gast die Admira aus der Messestadt. Ja, und die Dornbirnen nicht gerade mit einem guten Start ins Spiel. Minute 39 und dieser katastrophale Fehlpass im Aufbauspiel. Bregenz macht das Spiel schnell und der Querpass im Strafraum ist dann für Delcio keine große Hürde. Führung für die Landeshauptstädter. Ja, und die Hausherren, die könnten hier noch deutlich höher führen, doch die Chancenverwertung am heutigen Tag oft keine gute. Ja, den Deckel, den machen sie dann aber in Halbzeit 2 drauf. Ein Außenristpass in die Spitze reicht und die Admira steht völlig offen da. Merz auf Vukasinovic und es heißt 2:0 für die Schwarz-Weißen. Ja, die Admira an diesem Tag einfach keine große Hürde für den Tabellenführer, der damit 3 weitere Zähler am Bodenseeufer behält. Ja, 2 Derby-Heimsiege am Ende, also der FC Lauterach gewinnt gegen Wolfurt und auch der FC Eck sichert sich die Wälder-Derby-Sieger-Krone. Und Saisonstart bald für die Alps-Hockey-Liga. Am Samstag geht es da für den EHC Lustenau los und zu Gast sind da die Fasser Falcons. Was die Saison alles bereithält und was man erwarten darf von den Eislöwen, darüber spreche ich mit Max Wilfern, dem Kapitän des EHC Lustenau, nach einer ganz kurzen Pause dran, weil es lohnt sich. Wir sind gleich wieder da. Musik in meiner Ohren. Ein schlagkräftiges Team. Am besten, du holst dir gleich den Anschluss. Bissen, Schatz. Früher ist das ein Gier. Nur Lob und Dank von der ganzen Familie. Da kann ich 7 Tage Fernsehen einfach nachschauen.
Das beste Netz hat eine Farbe. Erlebe das beste Mobilfunknetz und Festnetz-Internet Österreichs vom Testsieger. Zu Hause und im Büro. Das ist um Magenta besser. Zurück aus der ganz kurzen Pause und haben die Location gewechselt. Wir sind in der Rheinhalle in Lustenau und hier ist die Erde noch eine Scheibe. Jedenfalls dreht sich da alles beim EHC Lustenau drum und wir sprechen über die kommende Spielzeit der Eislöwen mit keinem geringeren als dem Kapitän Max Wilfern. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Max, wie geht's dir? Ich habe gehört, mit Covid hast du dich ein bisschen infiziert, aber alles gut gegangen? Jawohl, mir geht's sehr gut mittlerweile wieder. Habe leider einen Teil von der Vorbereitung verpasst. Ist natürlich ärgerlich, aber das Wichtigste ist, dass ich wieder gesund bin und wieder voll mitmachen darf. Das freut, glaube ich, jeden. Springen wir noch ein bisschen weiter zurück. Die letzte Spielzeit vom ERC Lustenau, was hat man da alles mitnehmen können? Beziehungsweise wie zufrieden waren wir da auch im Team? Ja, ich denke, wir können viel mitnehmen und es war eine sehr erfolgreiche Saison. Wir sind im Playoff erst im Halbfinale gegen Asiago ausgeschieden, die bekanntlich eine sehr, sehr gute Mannschaft sind. Und haben ihnen es gar nicht so leicht gemacht. Es war eigentlich sehr knapp. Von dem her sind wir da sehr zufrieden. Im österreichischen Cup, das Finale wollten wir eigentlich gewinnen, haben wir leider nicht ganz geschafft. Das ist das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen negativ sehen kann. Das wollen wir heuer ändern. Und ja, mitnehmen, wie gesagt, kann man viel. Ich glaube, wir haben über große Zeit oder über die meiste Zeit von der Saison sehr erfolgreiches Eishockey gespielt. Jetzt ist man voll in der Preseason drin gewesen, die letzten Wochen. Kann man da schon eine kurze Standortbestimmung des ERC Lustenau vornehmen? Ja, ist immer schwierig. Ich denke, wir wollen natürlich versuchen, dass wir ähnliches Eishockey spielen wie die letzten zwei Jahre mit dem Trainer. Er ist ja schon das dritte Jahr jetzt bei uns und es sind natürlich ein paar neue Gesichter dabei, die sich vielleicht noch ein bisschen gewöhnen müssen an das System. Aber ich denke, das kommt dann im Laufe und ja, im Großen und Ganzen können wir schon zufrieden sein mit der Vorbereitung. Ergebnisse waren jetzt vielleicht nicht immer die, die wir uns erwünscht haben, aber es spielt da keine große Rolle in der Vorbereitung. Und ich denke, bis zum Saisonstart werden wir auf jeden Fall bereit sein. Ja, wir hatten eine Niederlage gegen Basel, dann einen Sieg gegen Ritten, Kaufbeuren, Chur hat man verloren und Lindau wieder gewonnen. Sind das Kaliber, wo man sagt, okay, man ist auf einer Wellenlänge und kann das auch, sag ich mal, analysieren danach? Ja, großteils schon. Ritten ist ja sowieso in unserer Liga. Es war ein sehr enges Spiel. Ich war leider nicht dabei, aber wurde mir so erzählt. Und auch die anderen Gegner waren, glaube ich, alle auf Augenhöhe. Ich glaube, Kaufbeuren und Basel sind natürlich schon vielleicht Spur besser, aber es sind natürlich dann trotzdem für uns sehr wichtige Spiele in der Vorbereitung, wo man viel dazulernen kann und auch einiges mitnehmen kann für die Meisterschaft. Ein neues Gesicht kommt tatsächlich aus Vorarlberg, ist 21 Jahre jung, nämlich Jonas Kutzer. Bringt auch Erfahrungen aus den USA mit Boston und Massachusetts mit. In der Verteidigung, wie kann der euch helfen? Ja, ich denke, so ein Jahr in Amerika hilft natürlich. Vor allem, ich denke, in Amerika ist es sehr körperbetonter und geht es ein bisschen härter zu als bei uns. Ich glaube, das hilft ihm sicher. Und ja, ist ein junger, guter Verteidiger, der uns bestimmt helfen wird. Bin gespannt, wie er sich schlagen wird, aber ja, freuen uns auf jeden Fall, dass er beim EHC spielt. Ein Testspiel in der Preseason hat er schon absolviert. Warst du da dabei? Also er hat schon mehr als ein Testspiel mit uns gehabt. Ah, warum? Okay. Jawohl. Er war, glaube ich, von Anfang an dabei eigentlich. Okay. Jawohl. Also. Dann hast du mich gut korrigiert, aber Qualitäten schon erkennbar? Wohl, also man sieht auf jeden Fall, dass er begabt ist, talentiert ist und er hilft uns auf jeden Fall im defensiven Bereich weiter. Konnte man jetzt in der Preseason schon so ein bisschen die Spielidee oder die Spielphilosophie von Mike Flanagan für diese Saison erkennen? Ja, also wie gesagt, schon das dritte Jahr jetzt bei uns. Also die meisten von uns wissen ja, wie wir Eishockey spielen unter ihm und es ist auf jeden Fall attraktives Eishockey.
eher offensives Eishockey. Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, egal gegen welchen Gegner, auch wenn der Gegner vermeintlich besser ist. Immer raufgehen mit einem guten Vorcheck und ja, so wird es auch heuer wieder aussehen, so ähnlich. Und da gilt es eben, so wie vorher schon angesprochen, dass die Neuen halt das auch möglichst schnell lernen, was sie ja schon getan haben. Und dann, glaube ich, wird man wieder attraktives Eishockey sehen. Das heißt, Mike Flanagan ist keiner, der jetzt von Saison zu Saison seine Idee ändert, sondern same procedure as every year? Naja, natürlich, Kleinigkeiten werden schon geändert und angepasst. Die werden aber sowieso vor jedem Match individuell an den Gegner angepasst. Und das macht er relativ gut, muss ich sagen. Das wird er auch heuer wieder machen, aber das große Konzept, sage ich einmal, die große Spielidee bleibt natürlich die gleiche. Wie läuft denn das bei euch in der Kabine? Spricht da nur der Trainer oder auch der Captain? Ja, also wenn es sein muss, spricht der Captain auch. Ich bin jetzt nicht der ständig laut ist oder so. Aber natürlich, wenn was zum Sagen ist, dann sage ich es. Gibt es aber Assistant-Captains, die das auch machen dürfen und können und sollen vor allem. Und auch jeder andere. Also darf jeder zu Wort kommen. Hat man sich jetzt in der Preseason schon die ein oder anderen Ziele gesteckt? Beziehungsweise was ist alles möglich für den ERC? Ja, ich denke, ich meine, das Playoff ist sowieso das Mindestziel. Die direkte Platzierung ins Playoff wäre ideal, denke ich. Und dann im Playoff ist alles möglich. Natürlich gibt es vielleicht ein, zwei Vereine, die vermeintlich besser sind am Papier. Aber ich denke, ja, es ist dann im Playoff trotzdem alles möglich. Und wir schauen dann, wo die Reise hinführt. Jetzt kennt man die meisten Teams schon aus den vergangenen Spielzeiten. Ein neues Gesicht gibt es jetzt in der Alps Hockey League, nämlich die Unterland Cavaliers aus Südtirol. Hat man sich in der Preseason oder einfach vor Saisonstart schon mit denen beschäftigt oder lässt man das mal auf sich zukommen und schaut erstmal von Spiel zu Spiel? Ja, ich sag so, man hat mitbekommen, dass sie dabei sind. So viele weiß, spielen sie, glaube ich, in Neumarkt. Aber jetzt intensiv beschäftigt haben wir uns mit ihrem Spiel jetzt noch nicht. Das wird dann alles kommen, wenn es soweit ist. Also wenn wir dann gegen sie spielen, dann werden wir auf jeden Fall den Gegner analysieren und dann werden wir mehr über sie wissen. Jetzt wird es tolle Begegnungen in der Alps Hockey League für euch geben. Allerdings keine Derby-Stimmung hier in der Rheinhalle und auch nicht in der Vorarlberghalle in Feldkirch, nämlich die VU Feldkirch bzw. die Pioneers jetzt in der Eishockey League. Vermisst man da vor Saisonstart schon ein bisschen die Derbys? Ja, also vor allem, wo halt bekannt wurde, dass Feldkirch, also die Pioneers jetzt in der Ebel spielen. Ist natürlich schon sehr schade, weil das eigentlich die schönsten und lustigsten Spiele waren gegen die VAU und wird auf jeden Fall abgehen. Wir haben zwar noch das Derby gegen Wald, aber trotzdem, ich denke, gegen die VAU, das waren einfach die größten und besten Derbys und da waren auch die meisten Zuschauer und das wird auf jeden Fall fehlen, uns als Verein, den Spielern und ich glaube auch ganz Vorarlberg wird das irgendwie fehlen, vermute. Aber das Derby gegen Bregenzer Wald ist immer noch da. Das ist immer noch da und wird auf jeden Fall auch eine super Sache wieder werden. Und dadurch, dass es jetzt das einzige Derby ist in unserer Liga gegen Bregenzer Wald, wird das vielleicht umso besser und schöner. Jetzt startet am Samstag eure Saison, da kommen die Fassa Falcons zum ersten Heimspiel und dann, wir haben es angesprochen, Doppelheimspielwoche, sage ich jetzt mal, am Donnerstag dann die Steel Wings aus Linz. Wie bereitet ihr euch jetzt als Mannschaft auf diese zwei Heimspiele vor? Ja, also prinzipiell bereiten wir uns einmal jetzt nur auf Fassa vor. Wir werden sicherlich noch Videoanalysen haben, wie sie spielen. Wir kennen den Gegner ja großteils schon von den letzten Jahren. Italienische Mannschaft, die spielen immer hart und wird sicher kein leichtes Spiel. Trotzdem muss das Ziel sein, dass wir zu Hause 3 Punkte einfahren und dann schauen wir weiter auf Linz. Ist in dem Fall auch ein Heimmatch, oder? Richtig. Wäre natürlich sehr schön, wenn wir da mit 6 Punkte gleich loslegen könnten. Du hast angesprochen, italienische Mannschaften körperlich robust. Habt ihr da Erfahrungen auch aus den vergangenen Jahren, dass diese Spiele einfach immer körperlich ein bisschen anstrengender sind als andere? Ja, zum Teil schon, ja. Die Italiener haben ein bisschen einen härteren Spielstil vielleicht als die österreichischen Teams. Das merkt man. Aber da werden wir auf jeden Fall bereit sein für das. Und dann gilt es einfach,
konzentriert zu sein, unser Spiel zu machen und dann wird das schon klappen. Also die Ziele sind klar, die Euphorie auch. Dann wünsche ich dir und auch dem gesamten ERC Lustenau und eurem Team alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Und danke, es startet endlich. Danke für deine Zeit, Max Wilfer. Danke, gerne. Ja, wenn Sie die Highlights gegen Vasser Falcons nicht verpassen wollen, Sie wissen es, die gibt es bei uns im Ländlesport am Montag um 20 Uhr mit der neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.